sind entfallen. Auf Dr. Frank-Walter Steinmeier 931 Stimmen. Damit also wird Frank-Walter Steinmeier der 12. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Und wir fragen, ist er der richtige Mann in diesen rauen Zeiten? Guten Abend und herzlich willkommen dazu. Herzlich willkommen Ihnen hier und natürlich zu Hause. Und wir begrüßen mit einem herzlichen Willkommen auch unsere Gäste. Bei uns sind die stellvertretende Parteivorsitzende der SPD, Hannelore Kraft. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer ist da. Gregor Gysi von der Partei Die Linke. Die Intendantin des Berliner Maxim-Gorki-Theaters, Shermin Langhoff. Und der einzige der Gäste, der heute nicht mitgewählt, der aber selbstverständlich eine Haltung hat, nämlich der Chefredakteur von Welt, N24, Ulf Poschert. Herzlich willkommen Ihnen allen. Freue mich sehr. Deutschland hat also ein nächstes Staatsoberhaupt und hat vielleicht auch eine neue Idee. Wir brauchen den Mut zu sagen, was ist, auch was nicht ist. Der 12. Bundespräsident bei seiner Dankesrede, Frank-Walter Steinmeier. Einst unterlegener Kanzlerkandidat, derzeit der beliebteste Politiker des Landes. 2014 in Berlin, eine Wahlkampfveranstaltung mitten in der Ukraine-Krise. Prorussische Demonstranten skandieren: Ihr solltet euch überlegen, wer hier die Kriegstreiber sind. Wer eine ganze Gesellschaft als Faschisten bezeichnet, der treibt den Krieg. Steinmeier, der Chefdiplomat, insgesamt 7 Jahre lang. Die Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt, das Atomabkommen mit dem Iran. Seine Karriere nicht zu lösen von ihm, Gerhard Schröder. Steinmeier startet als Schröders Referent in Niedersachsen, wird später Chef des Kanzleramts. Er unterstützt den Afghanistan-Einsatz. Und er gilt als Architekt der Agenda 2010. Steinmeier, der Berufspolitiker. Nach seiner Vereidigung am 18. März ist er der neue Mann an der Spitze des Staates. Herr Scheuer, wir haben Sie ganz selten mal über einen Sozialdemokraten schwärmen hören. Heute wäre auf jeden Fall mal die Gelegenheit. Hat Deutschland jetzt mit Frank-Walter Steinmeier den besten Bundespräsidenten gewählt, den es haben konnte? Also die CDU-CSU hat heute vor allem einen erfahrenen Politiker, eine Person, Frank-Walter Steinmeier, gewählt und keinen Sozialdemokraten. Er wird jetzt zeigen müssen, dass er zu seinem Wort steht, nämlich ein überparteilicher Bundespräsident zu sein. Er hat ja ins Zentrum seiner Rede gestellt, das Thema Mut und Mut machen. Ich würde jetzt noch dazu fügen, es geht natürlich auch um die Fragen von Fairness in unserer Gesellschaft und um Chancen. Auch das Thema Klartext, man hat es gesehen, das kann er auch. Mhm. Und von daher hat sich die Große Koalition auf Frank-Walter Steinmeier geeinigt. Und die CDU und die CSU sind zum Wort gestanden. Jetzt kann man das möglicherweise ihrem Gesicht nicht ansehen können, wie auch am Montag schon Angela Merkel und Horst Seehofer, die Begeisterung nicht. Waren Sie begeistert und haben Sie ihn begeistert gewählt? Ja, wir sind jetzt am Start einer Amtszeit. Und jetzt kann er zeigen, er hat als Außenminister für Deutschland sehr, sehr viel erreicht. Da sind noch ein paar Ergebnisse offen, weil die Welt nicht einfacher geworden ist, sondern sehr kompliziert. Und die Bundeskanzlerin hat ja auch mit dem CSU-Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten sehr klar gemacht, dass es auch um Stabilität geht, um Orientierung geht. Und gerade wenn wir uns das Jahr 2017 jetzt am Anfang anschauen, dann wird es natürlich um die wichtigen Fragen Europas gehen. Dann wird es natürlich um das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, zur Türkei, zu Russland gehen. Und da einen als Bundespräsidenten zu haben, der in diesen Netzwerken, aber auch in dieser Kommunikation als Außenminister war, im Übrigen immer in seinen Funktionen als Juniorpartner, als Minister in einer unionsgeführten Bundesregierung. Das, glaube ich, ist 2017 und folgend in der Amtszeit von Steinmeier die große Herausforderung. Das so zu gestalten, dass er seinem Amt gerecht wird. Und da bin ich überzeugt, das macht er. Herr Gysi, der beliebteste Politiker ist Frank-Walter Steinmeier, auch einer, der jetzt mit durchaus satter Mehrheit in das Amt gewählt worden ist, aber ist auch der Beste fürs Amt. Das weiß ich nicht. Das wird sich tatsächlich erst herausstellen, weil es ja eine völlig neue Funktion für ihn ist. Es ist natürlich so, in der Vergangenheit beurteile ich ihn differenziert. Die Agenda 2010 finde ich ja völlig falsch.
Die hat uns millionenfach prekäre Beschäftigung gebracht, den größten Niedriglohnsektor Europas. Auf der anderen Seite hat es mir wieder gefallen, wie er gesagt hat, Schluss mit dem Säbelgerassel gegenüber Russland, das bringt uns überhaupt nicht weiter. Denn Frieden und Sicherheit in Europa gibt es niemals gegen oder ohne Russland. Das können ja die Amerikaner für sich anders sehen, aber wir als Europäerinnen und Europäer müssen das einfach, glaube ich, verstehen. Und insofern, sage ich mal, ist meine Gefühlslage unterschiedlich, aber eine Chance muss er haben. Jetzt muss er ja wirklich in gewisser Hinsicht überparteilich werden. Aber es ist heute nicht leicht, Bundespräsident zu sein, denn er muss wirklich am Zeitgeist arbeiten. Gegen die Rechtsentwicklung in Europa und in Deutschland, gegen die Gefährdung der Europäischen Union, das schwierige Verhältnis zu den USA. Also es sind ja mehrere Dinge, die da auf ihn zukommen. Und das ist alles gar nicht so einfach. Und ich hoffe, dass wir, die Politikerinnen und Politiker der nächsten Ebene, so jeden Monat von ihm eine kleine Backpfeife bekommen, was wir doch anders machen sollen. Das wäre ganz nützlich. Ja, ja, das wünsche ich mir für uns alle, nicht nur für mich. Frau Langhoff, es gab heute auch Alternativen. Ich staune, dass Gregor Gysi Christoph Butterwegge gar nicht erwähnt hat. Er hat aber ein beachtliches... Sie haben mich ja nicht nach Herrn Butterwegge gefragt. Ja, ich habe Sie gefragt, war er der Beste? Und ich hätte fast gedacht, dass Sie sagen, nee, wir hatten einen besseren. Ja, wissen Sie, das Erstaunliche war, dass, wenn ich es jetzt mal ernsthaft sagen darf, wir haben ja noch nicht begriffen, dass der Trump von fast der Hälfte der Wählerinnen und Wähler unter anderem deshalb gewählt worden ist, weil er nicht zum politischen Establishment gehört. Wir gehen ja immer noch in der eigenen Soße rum. Und Butterwegge war der Versuch zu sagen, wir gehen nach außen, wir öffnen uns. Das ist ein bekannter Professor, ein Wissenschaftler, der über soziale Gerechtigkeit, über Armut geforscht hat. Und das erste Mal ist uns etwas passiert, dass wir 34 Stimmen mehr bekommen haben, als unsere gesamte Gruppe stellte. Das heißt, es gab doch einige, die gesagt haben, ja, die Idee ist nicht so schlecht. Aber jetzt ist es Steinmeier und jetzt gehe ich davon aus. Aber ich fand Butterwegge keine schlechte Idee. Vielleicht müssten wir auch mal darüber nachdenken, eine gute Künstlerin zur Bundespräsidentin zu machen. Oder eine Journalistin. Oder ein Pfarrer, vielleicht mal einen anderen Pfarrer. Also mit anderen Worten, wir müssen mehr nach außen gehen. Wir können nicht immer nur in unserer Soße rumschwimmen, wie wir das bisher tun. Dann hätte der Herr Gysi dafür sorgen können, dass beim Dank für Joachim Gauck, für seine Leistungen, die Linkspartei, die Fraktion aufgestanden wäre. Auch Herr Gysi selber Applaus. Aufgestanden wäre. Sie ist nämlich sitzen geblieben zusammen mit der AfD als einzige aber Gruppe. Ihnen ist eine Sache nicht aufgefallen, weil wir Herrn Gauck differenziert beurteilen, zum Beispiel seine Rede vom 27. Januar 2016, wo er geschildert hat, warum in beiden deutschen Staaten aus völlig unterschiedlichen Gründen eine Aufarbeitung nach 45 der Verbrechen individuell nicht stattgefunden hat, mir sehr gefallen. Dass er zum 70. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion nicht die Kraft hatte, mal nach Moskau zu fahren, sondern zu Verbündeten von Hitler gefahren ist in diese Länder, hat mir wieder gar nicht gefallen. Und da fand ich Beifall, haben wir gespendet, aufstehen war eine Idee zu viel, aber es gab noch was, das muss ich Ihnen erzählen. So viel Begeisterung habe ich jetzt bei Ihnen nicht gesehen, Herr Gysi. Ja, naja, ich muss ja nicht begeistert sein, aber geklatscht habe ich. Aber das wäre Anstand. Ja, nun warten Sie doch mal. Der Herr Lammert hat uns dann zu einer weltoffenen Gesellschaft aufgefordert. Da sind wir sofort aufgesprungen. Genau, wo es um Freihandel gegangen ist. Ja, zum Beispiel alles Mögliche, die ganze Weltoffenheit. Da sind alle aufgestanden, außer der AfD. Und Herrn Seehofer fiel es schwer aufzustehen. Aber nach einer Weile ist er auch aufgestanden. Frau Langhoff, da wir die Menschen angesprochen haben, die auch Anteil nehmen daran, wie ein Bundespräsident gewählt wird, sind wir bei Ihnen. Herr Gysi hat gesagt, es könnte ja auch mal eine Künstlerin sein. Sie sind eine sehr erfolgreiche Künstlerin. Sie waren auf Einladung von Bündnis 90 Die Grünen heute in der Bundesversammlung. Fanden Sie, dass Frank-Walter Steinmeier der beste Kandidat auch für Sie war? Naja, Frank-Walter Steinmeier war insofern ein sehr guter Kandidat. Das haben die Vorredner weggenommen, als dass er tatsächlich zu gerade heutigen Zeiten und Herausforderungen eine Expertise und ein Netzwerk mitbringt nach außen und nach innen, auf das man vielleicht mehr vertraut als auf die Symbolkraft einer Künstlerin, eines Pfarrers oder weiß ich nicht, welcher anderen Profession. Mhm.
Insofern finde ich, war das auf jeden Fall nicht von ungefähr ein Spitzenkandidat. Herr Butterwege war durchaus eben ein toller symbolischer Kandidat, der die soziale Frage, von der wir alle wissen, dass sie tatsächlich eine wirkungsmächtige ist und sie uns gerade herausfordert, gestellt hat. Also es gab durchaus zwei wählbare Kandidaten, leider ja keine Frau, die ich hätte wählen können heute. Das fand ich schade. Herr Poschert, ist er der Beste aus 80 Millionen Deutschen? Also er ist sicherlich ein ausgezeichneter Politiker und ich glaube auch, er wird ein guter Bundespräsident sein. Es gibt, glaube ich, einen schönen Satz von Walter Scheel, das Amt ist die Person, und mit Frank-Walter Steinmeier ist es sicherlich eine Person, die dieses Adjektiv untadelig, glaube ich, leichter trägt als andere. Ich habe so ein Problem mit ihm, was die Rhetorik betrifft. Ich glaube ganz stark, dass es eine der zentralen Aufgaben des Bundespräsidenten ist, mit Reden die Gesellschaft zu formen, sie weiterzuentwickeln, auch gegen den Zeitgeist, mit dem Zeitgeist zu argumentieren. Und da tut er sich manchmal sehr schwer. Ich bin sehr dankbar über den Einspieler vom Alexanderplatz. Man hat gemerkt, es schlummert in ihm neben all der Bedächtigkeit und auch dem kerzengeraden Denken und Argumentieren auch so ein Hitzkopf. Das habe ich an Gauck sehr gemocht. Ich glaube, der war immer ganz authentisch in dem, wie er denkt und spricht, und hat die Leute deshalb mitgenommen, weil er keine Art von Parteiressort in irgendeiner Form bedienen musste. Ich bin da, obwohl es nicht so nahe liegt, ganz der Meinung von Gregor Gysi. Ich glaube, je entfernter in so einer Lage, die wir in unserer Gesellschaft, aber auch in Europa und, glaube ich, auch in der globalen Politik haben, mit so einem grundsätzlichen Ressentiment, ich halte es für falsch, gegen das Establishment haben, zu sagen, wir holen uns andere intellektuelle, geistige, ästhetische Kapazitäten in so ein Amt, wo das möglich ist. Das hielt ich für sehr zielführend, aber um nochmal sozusagen den Bogen zu finden, ich finde, Steinmeier hat mich positiv überrascht mit dieser ersten Rede. Er hat da einen guten Ton gefunden. Ich glaube, das Wort Mut ist etwas, mit dem man arbeiten kann. Und ich fand diese eine Formulierung wirklich außerordentlich gelungen. Er hat gesagt, wenn anderswo die Welt aus den Fugen gerät, müssen wir uns sicherer denn je unsere eigenen Fundamente sein. Und wenn er da weitermacht, ist es gut. Und er nimmt ja ein sehr, sehr gutes Team mit. Da können auch Leute gute Reden schreiben. Und vielleicht entwickelt er sich da ein bisschen weiter. Ich möchte ein bisschen bei dem Gedanken bleiben, was setzt man entgegen gegen die möglicherweise nur behauptete Stimmung, Anti-Establishment-Stimmung oder die vielleicht auch gezielt herbeigeredete Stimmung. Und da, Frau Kraft, möchte ich Ihnen noch mal einen Satz zeigen, den Ihr noch Vorsitzender Sigmar Gabriel vor 7 Jahren gesagt hat, wo er mal genau beschrieben hat, was einen geeigneten Kandidaten von einem nicht ganz so geeigneten Kandidaten unterscheidet. Bundespräsidentenwahl im Jahr 2010. Die Kandidaten: Christian Wulff für Union und FDP gegen Joachim Gauck, für den sich der SPD-Chef stark macht. Joachim Gauck bringt ein Leben mit in seine Kandidatur und in sein Amt. Und der Kandidat der Koalition bringt eine politische Laufbahn mit. Frau Kraft, warum ist plötzlich eine politische Laufbahn kein Nachteil mehr? Na, ich glaube, dass Frank Steinmeier auch ein Leben mitbringt. Und er ist ja bei den Menschen auch deshalb beliebt, weil er eben genau das auch rüberbringen kann. Hat Christian Wulff mal wirklich auch mitgebracht, ein Leben? Naja, ich... Sie haben den Punkt ja verstanden. Ich habe den Punkt verstanden, aber ich glaube, das führt uns ja nicht weiter, an der Stelle zu diskutieren, denn ich... Doch, womöglich schon. Man darf die Frage stellen, ist ein Berufspolitiker jetzt, genau jetzt, der richtige Mann? Ich glaube, ja. Ich teile Ihre Auffassung nicht, wenn ich das sagen darf. Ich glaube, dass gerade in diesen Zeiten das gut ist, wenn er die Erfahrung mit einbringen kann in dieses Amt. Wir alle haben doch erlebt, dass das Amt des Bundespräsidenten, zumindest seit ich in der Politik bin, immer politischer geworden ist. Nicht parteipolitisch, aber politisch. Und wir alle erleben doch auch in diesen aufgeregten Zeiten, gerade wir Politiker erleben das doch, ich nenne das immer Halbsätze glauben, dass man aufpassen muss, welchen Satz man sagt. Und ich weiß nicht, ob es so einfach ist für jemanden, der dieses Geschäft noch nicht erlebt hat, eine solche Position einzunehmen. Das muss man, glaube ich, auch erklären an dieser Stelle. In diesen Zeiten, wo es wirklich darum geht, dass die Gesellschaft zusammenhält, da brauchen wir Brückenbauer. Da brauchen wir auch diejenigen, die das kommunikativ rüberbringen können, gute Reden halten können, die Menschen mitnehmen können. Und das kann er. Das kann er definitiv. Und so wird er von den Bürgerinnen und Bürgern auch wahrgenommen.
Aber nochmal gefragt, Herr Gysi, wenn auch Sigmar Gabriel möglicherweise vor 7 Jahren, vielleicht war es eine andere Zeit, können wir darüber diskutieren. Aber wenn er vor 7 Jahren noch gesagt hat, eine politische Laufbahn ist eigentlich nicht die richtige Qualifikation, wie ist es dann jetzt? Ist ein Berufspolitiker der Mann der Stunde oder eben nicht? Also ich glaube, dass ein Berufspolitiker natürlich Netzwerke mitbringt. Er hat andere spezifische Erfahrungen. Bloß ist das richtig, dass wir uns darauf reduzieren? Das ist mein Problem. Wenn ich sehe, wie in den USA die Ablehnung des politischen Establishments zugenommen hat, das mag ja auch unbegründet zum Teil sein, aber es nimmt zu, es nimmt auch in unserer Gesellschaft zu. Überall, wo ich hinkomme, wächst das Misstrauen gegen uns. Es sind natürlich auch solche Sätze, du sagst eben vor 7 Jahren, jetzt machst du jetzt das Gegenteil. Oder ich erinnere mal an den berühmten Wahlkampf, wo die CDU plakatierte 2% Mehrwertsteuererhöhung, die SPD 0 und der Kompromiss zwischen beiden war dann 3%. Das ist schwer für die Leute zu verkraften, sage ich mal. Also mit anderen Worten, und das, jetzt geht es mir wirklich gar nicht um eine Partei. Wenn ich merke, dass eine solche Stimmung entsteht, muss ich rechtzeitig handeln. Meine Erfahrung ist, was in den USA passiert, droht bei uns immer 2 Jahre später zu passieren. Und wenn die Stimmung dann so tief ist gegen das politische Establishment und wir haben uns keine Gedanken gemacht, sondern sind einfach unter uns geblieben, weil wir eigentlich mit uns ganz zufrieden sind, sage ich mal, dann können wir eine böse Rechnung bekommen. Deshalb sage ich nur, ich möchte, dass wir darüber nachdenken, dass wir da anders herangehen. Ja, aber ich müssen, müssen wir nicht mal gegenhalten gegen diesen Begriff? Ja, unglaublich. Aber ich würde, gerne. Aber die Leute sehen es so. Das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass ich die Mehrzahl Gysi so verteidigen darf in so einer Runde. Ich glaube, was Herr Gysi sagt, trifft auf jeden Fall einen Kern der Befindlichkeit. Und ich glaube, all diejenigen, die das kritisieren, sagen ja nicht, dass Frank-Walter Steinmeier ein schlechter Bundespräsident wird, sondern es geht um eine Wahrnehmung, dass es in der Tat, und deswegen hat sowohl Herr Lammert, finde ich, für mich eigentlich der beeindruckendste Auftritt des heutigen Tages, seine wirklich brillante Rede, hat deutlich gemacht, es steht ja nicht nur jetzt eine Wahl an zum Bundespräsidenten, sondern wir haben das in einer Zeit, in der Demokratie, unsere Werte in Deutschland, in Europa, in der Welt in Frage gestellt sind. Und ich glaube, da macht es schon Sinn, nochmal zu überlegen, ob man sich an irgendwelche anderen Quellen von Weisheit, Sprache, Denken und auch Leidenschaft für die Demokratie anzapfen kann. Ich fand, Joachim Gauck war deshalb ja ein so authentischer und großartiger Bundespräsident. Gleichzeitig bin ich auch der Meinung, Frau Kraft, wenn Sie so kritisch gucken, dass dieses Establishment in Deutschland gar nicht viel besser sein könnte. Das war heute eine Werbestunde für die Demokratie. Ja. Ich finde, die Reden, der Umgang miteinander, und wenn die Linkspartei bei Gauck nicht aufsteht, verrät halt viel über die Linkspartei. Gauck war ein Antikommunist. Ich war froh, dass er als Antikommunist Präsident war, dass dann eine Partei, die mit dem Kommunismus noch nicht ganz fertig ist, aufsteht. Genauso wenig wie die ganz Rechten. Soll so sein. All das verträgt eine Demokratie. Also ich finde, Steinmeier wird ein toller Präsident, aber ich hätte mir auch einen Voskuhle gut vorstellen können. Es gab auch ein, zwei andere Wissenschaftler, Herrn Butterwege, um das auch mal zu sagen. Ich fand ein bisschen sehr schlicht sein Programm mit der sozialen Kälte und diesem Art von Sentiment. Aber wenn Sie glauben, dass er für die Linkspartei der richtige Präsidentenkandidat ist, das ist dann Ihre Sache. Also jetzt haben wir aber mal gewählt und jetzt muss man auch dem neuen Bundespräsidenten eine Chance geben. Herr Gysi, einfach so zu tun, wie wenn wir, ich meine, hier die Runde ist ja jetzt sicherlich Ihr Gegenbeispiel, dass wir uns nur noch untereinander unterhalten. Also ich weiß nicht, wie es bei Ihrer Partei ist, aber wir sind sehr nah an den Menschen dran, um mit denen zu reden. Und ich weiß auch, dass es sehr viel Verärgerung und Unzufriedenheit gibt. Ich meine, wir haben beste Rahmenbedingungen, wir haben beste wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die Welt ist aus den Fugen, ja. Und da ist genau der Punkt, weil dieser Kandidat Steinmeier keine Einarbeitungszeit in diese großen Konflikte der Welt braucht, weil er sehr schnell auch ins Laufen kommen kann. Jeder lässt sich ja auch von Wissenschaftlern, von Künstlern und der Gesellschaft beraten als Politiker. Ja? Das ist ja die zweite Ebene. Aber die Ebene, die wir jetzt entschieden haben, ist, dass wir jetzt mit dem Bundespräsidenten einen haben, der nicht in die Verfahren erst reinkommen muss, sondern sofort an den Start gehen kann. Und ich glaube, das ist das große Plus. Neben dem, dass er
auch nicht nur Sozialdemokrat ist, das legt er jetzt ja ab, sondern auch eine Person, mit der man gut reden kann, auch über sehr komplizierte Zusammenhänge. Deswegen sowohl als auch. Sowohl es geht die offene ja um die Politikersprache. Und Sie sind ja ein gutes Beispiel davon. Sie sind ja sozusagen scharfzüngig, wenn es irgendwas gibt. Herr Scheuer legt los und dann ist das sozusagen ja. Und meinen dann Sie mich? Ja, ich meine Sie. Und dann wird irgendwas planiert. Und jetzt, ich finde, wir dürfen die Bedeutung von Sprache nicht unterschätzen in der Politik für dieses Amt. Und da kann ich mich nur wiederholen. Und dann habe ich es aber auch gesagt. Ich glaube, wir haben ein Problem. Das, und das höre ich übrigens off the record von vielen Kollegen, von sozialdemokratischen Ministerpräsidenten, genauso wie von Unionisten, dass wir eine zu Tote von Referenten autorisierte Sprache haben in Interviews, dass die Leute das Gefühl haben, vollkommen so wie sie d'accord. Den, so. Vollkommen d'accord. Ja, und ich freue mich auf die Interviews. Können wir das hier vereinbaren, dass wir das nächste Interview Klartext. Mit Frau Kraft, mit Ihnen Klartext, es wird nicht autorisiert, wir sprechen mal ohne Referenten im Hintergrund und wir drucken das dann auch so. Und ich glaube, die Sprache der Politik hat ihre Grenzen. Und da ist es interessant, ob es andere Leute gibt. Und nochmal, Gauck war ein gutes Beispiel, die mit einer anderen Sprache sich der Themen annehmen, die die Leute auch bedrücken. Frau Langhoff, Sie sind eine Frau der Sprache. Beobachten Sie das ganz genauso? Also erstmal würde ich sagen, ist eine große Qualität bei Sprache zuhören. Und man kann auch in kurzen reden, weil das war heute ein Vorwurf, der im Raum lag, dass Lammert die lange und die vielleicht sogar bessere Rede gehalten hätte, wurde gemunkelt. Zumindest von der Presse. Also ich glaube, es liegt nicht unbedingt in der Länge und auch nicht in der großen Emotionalität nur und im Geschrei, sondern durchaus sozusagen auch das, was ich heute gehört habe, der Aufruf, Mut zu haben und das, was ich heute gehört habe, nämlich eine Sprache wiederzufinden, die tatsächlich ein Erbe von Heuss und den anderen Gründungsvätern und Müttern sein könnte, von den Fundamenten zu sprechen, von dem Zusammenhalt, den wir brauchen, von dem Welt- und dem europäischen Frieden, dem die Präambel unserer Verfassung sich verschreibt. Also all das habe ich in diesen wenigen Minuten durchaus raushören können und insofern bin ich nicht sicher, ob sozusagen die Emotionalität, die ja durchaus etwas ist, was im populistischen Kreis auch von anderen Kräften gebraucht wird, das wahre Mittel ist. Und aber wenn man die Emotionen Populisten überlässt, muss man sich nicht wundern. Ich finde, das Gute an, um den Scheuer jetzt auch mal da, das Gute ist ja, ihm gelingt ja dann mit der Emotionalisierung auf jeden Fall eine Aufmerksamkeit. Das darf ja nicht der letzte Grund sein. Ich sage ja nur, lesen Sie mal das Buch Mein Deutschland von Frank-Walter Steinmeier 2009 geschrieben. Ich muss das mal rezensieren und habe dann die ketzerische Bemerkung am Ende gemacht. Politikvertrauen oder Vertrauen in Politik kann auch dadurch entstehen, wenn man abends 2-3 Seiten davon liest, dann kann man sich gut hinlegen und schläft ganz beruhigt ein. Oh mein Gott. Gut, das war jetzt, glaube ich, keine Buchempfehlung. Die wollten wir auch in der Sendung gar nicht zwingend machen, wollten aber drauf gucken, was denn der Bundespräsident überhaupt für Möglichkeiten hat. Er hat nicht viel mehr als das Wort, das haben wir jetzt verschiedentlich schon gesagt. Aber manche von den Bundespräsidenten haben dieses Wort ja besonders wirkmächtig eingesetzt. Deutsche Bundespräsidenten, immer wieder auch Mahner in ihrer Amtszeit. Richard von Weizsäcker sprach am 8. Mai vom Ende des Zweiten Weltkriegs als ein Tag der Befreiung. Roman Herzog appellierte an den Reformwillen. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Und Joachim Gauck forderte, Deutschland solle eine größere Rolle in der Welt spielen. Und dazu könne der Einsatz von Soldaten erforderlich sein. Klare Worte fand er in der Flüchtlingsdebatte. Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten, sie sind endlich. Gauck kritisierte auch die eigene Bevölkerung, sprach vom Dunkeldeutschland, das wir empfinden, wenn wir von Attacken auf Asylbewerberunterkünfte oder gar fremdenfeindliche Aktionen gegen Menschen hören. Und diese Woche in Maastricht. Es gibt so etwas wie eine Entfremdung zwischen politischen Eliten und großen Teilen der Bevölkerung. Frau Langhoff, heute hatte man den Eindruck, heute sind wirklich die Herzen Joachim Gauck noch mal zugeflogen da in der Bundesversammlung. Ihres auch? Ja, auch meines. Tatsächlich. Hätte ich mir nicht gedacht vor 4 Jahren. Ich finde schon, dass das ein Punkt ist, dass mir das viel zu sehr, Sie sagten, Sie haben sich über den Antikommunisten gefreut. Ich frage mich wirklich,
es gibt gar nicht den Kommunismus als Problem, gegen den wir irgendwie agieren müssten und sehr vieles andere. Und warum wir immer noch in diesen Ideologien kämpfen. Schauen Sie mal, die Reden des Deutschen Bundestages von der Linkspartei. Aber dann sind sie tatsächlich unter sich da und haben da einen Feind ausgemacht, den ich als Bevölkerung nicht sehen kann. Soweit ich weiß, ist überall auf der Welt das Konzept gescheitert, zumindest der Versuch einer Übergangsgesellschaft. Also das heißt, es wird gegen ein Phantom gekämpft. Das haben wir zuletzt mit Herrn Holm, dem Staatssekretär in Berlin, erlebt. Anstatt dass wir uns beschäftigen mit dem, was wir Neoliberalismus nennen und was vor 30 Jahren mit deregulierten Märkten zu heutigen Ausschlüssen geführt hat, da hat man die Agenda 2010 auch nicht gebraucht. Entschuldigung, diese Rezepte werden ja gerade jetzt bei den kommenden Bundestagswahlen angeboten von der Linkspartei. Und wenn Rot-Rot-Grün eine Koalition eingehen würde und durch ein schreckliches Ergebnis bei der Bundestagswahl Erfolg haben würde, dann würden diese Rezepte von gestern Fakt in Deutschland werden. Und das würde die Rolle rückwärts bedeuten. Ganz ehrlich, das meinen Sie ganz ernst, oder? Natürlich, schauen Sie sich doch mal das Wahlprogramm der Linkspartei an. Ich würde gerne bleiben bei der Wahl des Bundespräsidenten heute. Wir driften leicht ab, ganz ehrlich. Ich möchte bleiben bei diesem Punkt. Im Vergleich. Und ich bleibe immer noch bei dem Grundgedanken, den wir aufgemacht hatten. War Gauck und wäre er möglicherweise doch noch der bessere Mann gewesen in diesen rauen Zeiten, weil er unabhängiger und wortgewaltiger ist als Frank-Walter Steinmeier? Also ich teile die Ansicht, Gauck war ein sehr guter Präsident. Und ich habe mich als Bürgerin sehr wohl gefühlt mit ihm als Präsident. Er hat die Fähigkeiten, die hier gerade beschrieben worden sind. Aber jeder Bundespräsident hatte seine eigenen Aufgaben. Er hat in einem zeitlichen Kontext seine Position definieren müssen, der jetzt anders ist als in den letzten Jahren. Wir haben eine große Veränderung in der Gesellschaft. Und ich glaube, wir tun gut daran als Politiker, uns auch zur Wehr zu setzen gegen diesen Vorwurf, der da gemacht wird. Ich jedenfalls nehme ihn für mich nicht an, weil ich spreche mit den Menschen, ich bin nah dran, ich bin nicht abgehoben und ich möchte mir das auch nicht dauernd unterstellen lassen. Und meine Erfahrung ist, wenn einem die Bürgerinnen und Bürger begegnen auf der Straße, dann sagen sie mal, ja, Sie sind ja so. Aber die anderen, die sind ganz anders. Und ich sage dann immer, die anderen sind auch anders. Und deshalb genau hinschauen und wirklich darauf vertrauen, auch den Kontakt suchen, das ist auch ein Mittel, um dagegen zu halten. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Wir leben in einer Zeit, wo es die Vereinfacher das Wort führen. Und die genau solche Begriffe nutzen. Ich bin sehr sensibel, was Sprache angeht, noch viel sensibler geworden in den letzten Wochen und Monaten. Und ich glaube, wir dürfen uns auf manche Begrifflichkeiten auch nicht einlassen. Das ist mir ganz wichtig. Glauben Sie, dass die Verdrossenheit an dem sogenannten Establishment herbeigeredet wird und gar nicht da ist? Ich glaube zumindest, dass wir nicht die USA sind. Also die Strukturen sind ja völlig anders. Wir sind übrigens auch nicht Frankreich. Natürlich. Bei uns gibt es keine Politiker, die alle von der gleichen Elite-Universität kommen, um es mal so zu formulieren. In den USA haben wir eine andere Form von Elite, die sich herausgeprägt hat. Bei uns ist es eben noch möglich, dass ein Mann wie Martin Schulz als Buchhändler jetzt Kanzler werden kann. Das ist eine völlig andere Situation. Und deshalb, glaube ich, sollten wir uns da nicht in einen Bundespräsident werden kann, was ja auch ich hätte in anderen jetzt Ländern so. Ja. Also das, Ihr Beispiel ist auch so. Ja, ich finde schon, dass man das auch nochmal herausstellen muss, weil das ja zeigt, dass wir in diese Schubladen gar nicht hineingehören und dass die Leute dann vielleicht annehmen, wir vergessen das alles auf dem Weg. Wir leben ja auch ein ganz normales Leben miteinander. Wir sind mittendrin. Also zumindest kann ich das für mich sagen. Ich gehe mal davon aus, dass bei Ihnen auch nicht anders. Möglicherweise haben Sie aber auf der Strecke doch manches liegen gelassen. Wenn Sie, das haben Sie mir noch nicht beantwortet, jetzt bloß unterstellen, dass die Verdrossenheit herbeigeredet ist und praktisch gar nicht da ist. Sobald Ihnen jemand begegnet, wird er sagen, Sie sind gar nicht abgehoben. Nein, also ich sage nicht, dass hier beigeredet wird. Ich sage nur, dass wir dagegen halten müssen. Mhm. Ich stelle das schon fest, dass das zunimmt. Aber die Frage ist, wie geht man damit um? Nimmt man das sozusagen an, thematisiert es auch noch selber? Oder handelt man einfach anders und stellt auch mal die Beispiele heraus, an denen man sehen kann, dass wir eben nicht USA sind und nicht Frankreich sind? Möchte ich Ihnen eine Handlung zeigen, nämlich das Nominierungsverfahren, das dazu geführt hat, dass heute Frank-Walter Steinmeier der einzige aussichtsreiche Kandidat war. Und können wir darüber dann nochmal nachdenken, ob das hilft? Die Große Koalition demonstrativ vereint. Mitte November verkünden die Parteichefs, er ist unser Mann. Herr Steinmeier ist ein Mann der politischen Mitte und aus diesem Grunde, so glaube ich, für das Amt des Bundespräsidenten ausgezeichnet geeignet.
Das hatte die Kanzlerin zuvor anders gesehen. Mehrfach soll sie Steinmeier abgelehnt haben. Und die SPD wollte keinen Mann der Union. Man verabredete, eine gemeinsame Lösung zu suchen. Doch Ende Oktober präsentiert Sigmar Gabriel in der Bild-Zeitung seinen Mann, Parteifreund Steinmeier. Die Union wenig erfreut. Dass Herr Gabriel jeden Tag einen neuen Namen im Kopf hat und den dann noch laut ausspricht, ist sein Problem. Und deshalb bewerte ich jetzt nicht den Vorschlag von Sigmar Gabriel. Aber die Suche der Union nach einem eigenen Kandidaten verläuft ergebnislos. Auch immer neue Koalitionsgipfel im Kanzleramt bleiben ohne Einigung. Schließlich gibt die Union, obwohl sie die meisten Stimmen in der Bundesversammlung hat, klein bei. Wir haben in diesen letzten Wochen als CDU und CSU keine Kandidatin und keinen Kandidaten mit CDU-Aushängeschild gefunden. Gabriel und die SPD haben sich durchgesetzt. CDU-Vize Wolfgang Schäuble soll dazu gesagt haben, dies sei eine Niederlage für die Union. Herr Poschert, ist es eine Niederlage für die Union oder, um es groß zu machen, für die Demokratie? Nein, es ist sicherlich keine Niederlage für die Demokratie. Es macht nur im Augenblick auch das nicht den besten Eindruck, wenn man, ich habe ja was gegen die Sprache der Populisten, aber es ihnen so leicht zu machen, zu sagen, es entsteht in Hinterzimmern und da wird so ein bisschen was geschachert. Es ist in jedem Fall eine Niederlage für die Union. Ich finde, die Union hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten öfter blamiert, aber diese Blamage bei der Suche nach einem Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten finde ich schon ziemlich spektakulär. Man hätte mit Winfried Kretschmann, glaube ich, einen sehr guten Kandidaten auch gehabt, der übrigens auch ein interessantes Leben und eine interessante politische Karriere und einen interessanten politischen Weg gegangen ist. Den wollte die CSU nicht haben. Ich fand die Idee mit Marianne Birtler gut, bin aber überrascht, dass eine Kanzlerin, man fragt ja, wie belastbar ist so eine Entscheidung, ja, das wird jetzt meine Kandidatin, sich in letzter Sekunde so ein Ding noch nehmen lässt und dann alternativlos dasteht. Also wir haben ja im vergangenen Tag mit sehr vielen Leuten aus der Union gesprochen, CSU wie CDU. Und die Niedergeschlagenheit, ob der Tatsache, dass man mit so einer klaren Mehrheit in der Bundesversammlung nicht mal in der Lage ist, einen eigenen Kandidaten aufzustellen. Und nochmal, es geht nicht gegen den wunderbaren Frank-Walter Steinmeier, der jetzt unser aller Präsident ist, sondern es geht einfach um die Tatsache, dass man in so einer Phase, wo auch die Demokratie grundsätzlich mit Fragezeichen versehen ist, es nicht zu einem spannenden Wettbewerb um die beste Konzeption für dieses Amt macht und dass man dem Wettbewerb dann der Linkspartei, der AfD und den Freien Wählern, glaube ich, Martin Sonnenborns Vater überlässt, das finde ich schon fragwürdig angesichts der Mehrheitsverhältnisse in der Versammlung. Herr Scheuer, hat das Ihr Parteichef Horst Seehofer dann verunmöglicht, weil er eben Winfried Kretschmann, wie er es heute in der ARD auch nochmal gesagt hat, eben nicht wollte? Also Herr Poschert, wenn Sie von der Krise der Demokratie sprechen, dann bin ich komplett anderer Meinung. Erstens, zweitens, nach meiner gesicherten Erkenntnis ist... Er hat von der Krise der Union gesprochen. Nee, aber er hat die Demokratie auch nach vorne gestellt beim Anfang seiner Wortmeldung unter dem Motto, weil in Hinterzimmern gesprochen wurde. Ja gut, also man muss ja mal Gespräche führen dürfen, auch in der Politik und in der Demokratie. Im Übrigen wurde dieser Kandidat heute auch von FDP und Grün unterstützt. Also von daher, da irgendwo Hinterzimmer zu kreieren, man muss ja miteinander erst einmal reden. Zweitens, es war sehr unerfreulich, dass Sigmar Gabriel sich nicht an die Absprachen gehalten hat, nämlich, dass man gemeinsam nach draußen geht, sondern dass er vorgeprescht ist. Das hat die Union verärgert, sehr verärgert. Das Dritte ist nach meiner gesicherten Erkenntnis, ist Winfried Kretschmann noch kein Mitglied der CDU oder der CSU, sondern es ist ein Mitglied der Partei Die Grünen. Er wird wahrscheinlich in Jugendzeiten... Das ist konservativer als die meisten CDU und CSU. Ja gut, aber schauen zusammen. Sie sich einmal die Inhalte der Grünen an auf dem Parteitag, was die alles beschlossen haben. Da hat sich Winfried Kretschmann eigentlich als einer gezeigt, der hier einen Minderheitenschutz innerhalb der Grünen haben wird. Also von daher, ja, die Union hat die meisten Wahlmänner und Wahlfrauen, aber wir wollten auch in dieser Situation jetzt mal ganz, ganz intensiv auch in der großen Koalition reden, was denn auch das beste Signal für diese Republik ist. Und das beste Signal ist, dass man sich auch einigen kann
Das war jetzt, natürlich braucht man für eine Kandidatur auch einen Kandidaten. Mhm. Da haben Sie recht, dass man einige abgefragt hat, die einfach gesagt haben, für Sie kommt diese Kandidatur nicht in Frage. Beispielsweise auch der Bundestagspräsident, der wäre auch die Wahl der CSU gewesen, aber der wollte halt nicht. Da muss man und Frank Walter, ja, soll man jetzt einen zwingen dazu? Steinmeier hat sehr, sehr klar gesagt, dass er ein überparteilicher Präsident sein wird, hat intensive Gespräche geführt und somit ist das Ergebnis auch okay. Und jetzt muss man auch eine Chance geben. Eine Krise der Union herbeizureden, ist völliger Quatsch. Frau Kraft, wie ausgedünnt ist die Personaldecke der CDU, CSU? Das möchte ich nicht beurteilen. Also das tut mir leid, das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Ich bin nur froh, dass wir gute Kandidaten haben. Und hat Sigmar Gabriel das unfair gemacht? Nee, ich glaube, man muss noch mal die gesamte Medienlage zu dieser Zeit analysieren. Der Name Steinmeier lag überall auf dem Tableau. Und alle haben immer wieder gefragt, warum stellt ihr den eigentlich nicht auf? Die Bevölkerung hat ihn sozusagen an Top 1. Ja, er ist sehr beliebt. Und dass wir irgendwann auch da uns bekennen müssen und wollen auch und sagen, wir haben jemanden, der wirklich sehr gut ist, der es gut machen wird. Und den bieten wir dann auch auf. Ich glaube, das kann man nicht isoliert betrachten von der gesamten Medienlage, die damals auch geherrscht hat. Als wir den Einspieler angeschaut haben, mussten Sie auch ein bisschen lachen, weil ein bisschen, pardon, verlogen wirkte die ganze Aktion dann schon, oder? Naja, ich finde es nicht verlogen, weil am Ende geht es ja darum, die CDU, CSU hat sich sicherlich bemüht, jemanden zu finden, der eh nicht auf dem Qualitätsniveau ist. Das ist ja nicht so einfach. Also es tut mir leid, dass ich das so, das klingt vielleicht jetzt dumm, ich will es gar nicht sagen anders, aber ich glaube, er hat wirklich ein gutes Standing in der Bevölkerung. Er ist jemand, der außenpolitisch jetzt zu diesem Zeitpunkt wichtige Vorerfahrungen auch mitbringt. Und ich glaube, dass das eben auch der Gradmesser dann war. Und das war schwierig, da jemanden gegenzusetzen. Ich frage auch deshalb nur und hacke darauf rum, weil es tatsächlich in diesen Zeiten, glaube ich, noch mal ein besonderes, auch eine besondere Gefahr birgt, wenn man all solche Verfahren dann auch noch braucht. Ich glaube, dass darüber diskutieren wir aus Grund. Prozess. Das ist ein ganz normaler Prozess. Na, ganz normal wird das doch nicht, wenn man da werden Vorschläge auf den Tisch gelegt und da Vorschläge auf den Tisch zu legen werden Gespräche geführt. Gabriel hat Man muss wirklich sagen, jetzt ist Gabriel in die zweite Reihe getreten oder eineinhalbste Reihe getreten. Jetzt können Sie ihn loben, Herr Boschert. Gabriel hat mit einem nicht so dollen Wahlergebnis einen Koalitionsvertrag mit einer 42% Union diktiert, der dazu führt, dass Andrea Nahles alles machen kann, was die SPD und die Gewerkschaften schon immer machen. Das stimmt so gar nicht. Zweitens hat Haushaltskonsolidierung, keine Steuererhöhungen, keine neuen Steuern erhöhen. Und die Maut und all die Sachen. Trotzdem. Auch haben wir sie nicht. Steinmeier war ein echter Coup, auch mit der Platzierung. Ich glaube nicht, dass es fair war, aber es war politisch mit dem richtigen Gespür. Er hat gemerkt, CDU und CSU streiten, Merkel und Seehofer können sich nicht ausstehen. Und in diese Schwäche hinein hat er gespürt, da kann man was machen. Steinmeier ist beliebt, ist ein super Kandidat, setzen wir. Und er hat's, und jetzt singe ich auch noch das Hohelied von Gabriel, hat's dann geschafft, mit komischen Interviews, die er gemacht hat, im genau richtigen Moment, wo die CSU und CSU immer noch nicht zusammen ist, wo klar ist, sie kriegen keinen Bundespräsidentenkandidaten, ist er zurückgetreten und hat einen Mann präsentiert, der, wie sich jetzt zeigt, in den Umfragen reüssiert, der das ganze Rennen wieder spannend macht. Also ich muss sagen, ich habe sehr viel Kritisches auch über Sigmar Gabriel geschrieben, aber wenn ich mir jetzt diese Bilanz so angucke, diese drei großen Coups, muss ich sagen, Donnerwetter hat er echt gut gemacht. Und natürlich gehört auch die Wahl eines Bundespräsidenten zu einem politischen Spiel. Und das hat Gabriel gut gespielt. Also Herr Poscher, ich muss Ihnen schon sagen, Sie nehmen wirklich jetzt einen großen Beitrag, dass durch gefährliches Halbwissen auch Stimmung völlig anders im Land beeinflusst wird. Ja. Es ist nicht so ein Geschachere, wie Sie jetzt meinen, oder irgendein Unionsproblem oder Unionsstreit. Es stimmt einfach nicht, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Die Union hat
eines gesagt, wir brauchen einen erfahrenen Außenminister, den wir in Frank-Walter Steinmeier gesehen haben. Deswegen haben wir uns von vornherein erst einmal dagegen ausgesprochen. Jetzt ist leider so, das muss ich leider sagen, dass jetzt wir einen Außenminister haben, der ja Außenministerium managt, damit er mehr Zeit für die Familie hat. Ja, und dann kriegen wir eine Wirtschaftsministerin, die als Frühverrentungsmodell gilt. Das zeigt, was die SPD an Kompetenz in der Außenpolitik und Wirtschaftspolitik mitbringt. Aber es stimmt doch überhaupt nicht, dass die Union nicht die maßgeblichen Punkte in diesem Koalitionsvertrag geprägt hat. Keine neuen Steuern, keine höheren Steuern, Haushaltskonsolidierung, Chancen für die junge Generation, die meisten Infrastrukturausgaben, die meisten Ausgaben für Bildung und Forschung. Das sind die Punkte, die wir setzen. Und in einem Koalitionsvertrag muss man auch die Projekte mitnehmen, die ein Koalitionspartner mitnimmt. Deswegen heißt es Koalition. Und natürlich wird da auch mit Kompromissen gearbeitet. Klar. Ich würde auch gerne noch mal was dazu sagen, würde gerne zurück zu Frank-Walter Steinmeier, um den Gedanken noch mal aufzunehmen, dass der Mann heute als Bundespräsident gewählt worden ist. Er tritt dann sein Amt an und er hat auch erste Hinweise ja schon gegeben. Und das fasst ein bisschen all das zusammen, worüber wir diskutiert haben, wo er seine Aufgabe sieht. Wir leben in stürmischen Zeiten. Viele in unserem Land sind verunsichert. Und wir brauchen den Mut zu bewahren, was wir haben. Freiheit und Demokratie in einem vereinten Europa. Dieses Fundament, das wollen, das müssen wir miteinander verteidigen. Und wer, meine Damen und Herren, wer, wenn nicht wir, kann da eigentlich guten Mutes sein? Deshalb, liebe Landsleute, lasst uns mutig sein. Lasst uns mutig sein. War das jetzt, Herr Giese, der große Wurf schon? Naja, er ist ja noch nicht ins Amt eingeführt. Ich fand das übrigens ganz gut, dass er eine kurze Rede gehalten hat. Ich glaube zum Beispiel, dass die Union in Bezug auf Lammert Fehler begangen hat. Aber das spielt keine Rolle. Ich will mich in die inneren Unionsangelegenheiten nicht einmischen. Danke. Bitteschön. Das kann schlimm für Sie kommen, wenn ich das tue, aber ich lasse es. Ich will auf zwei andere Sachen hinaus. Wissen Sie, es bringt nichts, Frau Kraft, wenn Sie sagen, man muss sich gegen diesen Vorwurf wehren. Es gibt zu viele Beispiele, dass an den Vorwürfen über das politische Establishment auch was dran ist. Natürlich zum Teil auch falsch, dagegen muss man sich wehren. Aber zum Teil stimmt es ja auch. Wir haben das doch gar nicht gemerkt, welche Entfernungen dort entstanden sind. Und wenn ich das dann nicht registriere und sage, lass doch die AfD auf diesem Ding reiten und wir nehmen das einfach nicht zur Kenntnis, dann ist das, glaube ich, ein großer Fehler. Und gut, deshalb müssen wir Anfang. Dinge ändern. Mut finde ich Fehler gut. Welche Fehler haben Sie bei sich festgestellt? Oh, eine ganze Menge, aber die Zeit haben wir heute gar nicht, Frau Will, dass wir über alle meine Fehler in meinem Leben sprechen. Bei Ihnen stelle ich übrigens fest, es ist immer wunderbar, wenn man zurücktritt, dann wird man von Ihnen gelobt. Aber wir können ja nicht immer alle zurücktreten, bloß um von der Welt mal gelobt zu werden. Ganz geschickt, aber ich bleibe dabei. Ja. Welche Fehler haben Sie bei sich festgestellt, die politische Entfremdung möglich gemacht hat? Ich weiß gar nicht, ob ich hier zur Selbstkritik eingeladen worden bin, aber ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. Ja. Sehr herzlich. Wissen Sie, wir haben die abstrakten Ängste viel zu wenig beachtet, ich auch. Also zum Beispiel dort, wo Menschen muslimischen Glaubens leben, wird ja ganz wenig rechtsextrem oder rechtspopulistisch gewählt, sondern dort, wo es sie gar nicht gibt. Abstrakte Ängste habe ich gar nicht richtig zur Kenntnis genommen. Das werfe ich mir heute vor, weil wir hätten da sehr viel mehr Aufklärung machen müssen. Wir hätten sehr viel mehr Ängste abbauen müssen. Da muss man sie aber erstmal auch richtig zur Kenntnis nehmen. Hat schon wieder was mit Ferne zu tun. Mhm. Und das Zweite ist die Sprache. Da bin ich aber, glaube ich, sogar eine relativ positive Ausnahme. Ich versuche immer, die politische Sprache zu übersetzen. Aber die meisten Politikerinnen und Politiker sprechen in einer Sprache. Und ob das die Leute verstehen oder nicht, interessiert sie dabei nicht. Bei der juristischen Sprache bin ich natürlich selber betroffen. Aber wir können nicht dafür sorgen, dass sie alle Gesetze verstehen. Dann brauchen sie keinen Anwalt mehr. Das geht nicht. Aber bei der politischen Sprache, wir sind ja Volksvertreterinnen und Volksvertreter. Da müssen wir, ich könnte Ihnen ein Beispiel nennen, aber es ist zu lang, Veräußerungserlös, Gewinnsteuer und Kapitalgesellschaft und Inhaberunternehmen. Was sollen denn die Leute mit solchen Vokabeln anfangen? Wir müssen anfangen zu übersetzen. Und wissen Sie, Populismus ist für mich nicht, dass man einfach spricht, sondern dass man einfach spricht und weiß, dass es falsch ist. Das ist Populismus. Aber einfach zu sprechen ist eigentlich unsere Aufgabe. Wir müssen wieder lernen, eine Sprache zu finden, die die gesamte Bevölkerung versteht. Und davon sind wir nach wie vor noch deutlich entfernt. Und lasst uns mutig sein. Ist das jetzt ein guter Anfang, Herr Koffer, in die Richtung?
Ja, mutig sein ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Wer Frank-Walter Steinmeier mal erlebt hat, er kann gut auf Leute zugehen. Er hat auch einen guten Humor. Ja. Und ist sehr, sehr bodenständig, da wo er herkommt, Fußball gespielt hat und so weiter. Ich glaube, die große Herausforderung ist, mit allen zu sprechen. Also auch mit den extremen Rändern. Die Linkspartei ist ja irgendwie im Schistmilieu immer angekommen gewesen. Ich habe mich heute gefragt, und wir hatten ja zusammen vor Urzeit mal eine Sendung mit Herrn Lucke noch, wo wir so aneinander gerannt sind, ich bin da absolut unverdächtig, auch nur eine leiseste Form von Sympathie. Aber die Art und Weise, wie sowohl Lammert als auch Steinmeier deutlich gemacht hat, das sind meine Werte, darum geht's mir. Und ganz klar, ihr seid da nicht dabei. Und ich kann es verstehen und ich würde jeden Satz unterschreiben, sowohl von Herrn Lammert als auch von Herrn Steinmeier. Ich frage mich nur, die AfD hat ja, dass sie da sitzt, hat ja einen Grund. Sie ist gewählt worden und wenn wir Demokratie ernst meinen und ernst nehmen, dann müssen wir auch akzeptieren, dass es in der Bevölkerung 10, 12, 15% von Leuten gibt, die eben mit dieser Einheitsmeinung, und das meine ich jetzt nicht im Sinne einer despektierlichen, denunziatorischen Aussage als Einheitsmeinung, wie gehen wir damit um? Und ich habe da nur ein Fragezeichen. Ich saß da vor dem Fernseher, habe mir das alles angeguckt, dann sitzen die da, der Gauland guckt noch grimmiger, als er sonst guckt, und Frau Storch freut sich, sagt, guck mal, wir sind wieder wirklich die Ausgeschlossenen. Und dass man das so zementiert, ich frage mich, vielleicht ist es total richtig, ich glaube es aber nicht. Und ich möchte eine Wahrnehmung aus meiner beruflichen, täglichen Arbeit geben. Wir sind ja ein bürgerliches Blatt, sind liberal und konservativ, haben aber natürlich auch Leser, die sich melden bei uns, wo wir merken, nein, die sind enttäuscht von ihrer Union, sind enttäuscht von ihrer CSU und die driften da weg. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, man muss integrieren nach rechts. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, und ich habe das in meiner Redaktion durchgesetzt, wenn es geht, jeder Leserbrief wird beantwortet. Und meine interessante Erfahrung ist, und das wäre dann gewissermaßen zu übertragen, die Idee, man erreicht ein Drittel der Leute nicht. Die sind vollkommen verrückt geworden und beschimpfen einen und so. Ein Drittel, würde ich sagen, das hat nichts mit uns zu tun, da kommen wir nicht hin. Aber man kriegt ein gutes Drittel von Leuten, die kriegt man wieder zurück in den Dialog. Und das ist es wert. Und ich glaube, diese Frage, wenn es darum geht, wie Steinmeier gesagt hat, wir müssen uns um unsere eigenen Fundamente kümmern, auch Leute wieder zurückholen. Und das wäre interessant. Moderne Technologien. Ein twitternder US-Präsident, ein Albtraum. Aber vielleicht auch nicht, wenn es darum geht, direkt mit Leuten zu kommunizieren. Warum kann sich der neue Bundespräsident nicht vielleicht Kommunikationsformen überlegen, die mit einer anderen Sprache, mit einem anderen Angehen, auch die Leute anspricht, die heute ganz klar von allen Vertretern des klassischen Parteien-Establishments ausgeschlossen wurden. Also heute merkt man nicht, dass der Herr Poschardt ein konservativ-liberales Blatt repräsentiert. Also, bemerkenswert. Ich sage nur eins, Herr Poschardt. Eins muss ich richtigstellen, weil das ist bockfalsch. Was? Nämlich, dass das AfD-Thema allein ein Thema von CDU und CSU sind. Schauen Sie sich doch einmal die Wählerströmungen an. CDU, CSU verdieren für gewöhnlich die meisten Stimmen bei allen zurückliegenden Wahlen an die AfD. Insofern kann man das. Wir haben erstens Leute, die zugegeben enttäuscht vom Establishment sind und aus dem Nichtwählerlager wieder auf den Wählermarkt gehen. Genau. Erstens. Zweitens, in den neuen Ländern ist auch ein großer Teil der ehemaligen Protestpartei Linkspartei rübergegangen zur AfD. Und auch selbst die SPD hat in schwierigen, sage ich mal, Stimmkreisen, die eher SPD geprägt waren, mit den Wählerströmungen zur AfD aus Protest zu kämpfen. Aber das heißt, es muss natürlich uns allen ein Ansporn sein, die Verärgerten und Unzufriedenen wieder reinzuholen in die Diskussion und anzusprechen und wieder zu begeistern von etablierter Politik. Sprechen wir eigentlich heute über die AfD oder über den Bundespräsident? Ich habe mit dem Thema AfD nicht angefangen, sondern Herr Poschardt hat angefangen. Wenn wir darüber reden, dass es Menschen gibt, die das alles nicht akzeptieren, dann sind das zum Teil auch Nichtwähler und nicht alle gehen zur AfD. Das würde ich gerne zu diesem Punkt mal dazu sagen. Ja. Frau Kraft, ich hatte Frau Langhoff die Frage gestellt, ist es die Aufgabe, sieht sie sie darin, darf ich jetzt sagen, Herr Gysi, sieht Frau Langhoff die Aufgabe des Bundespräsidenten darin, nach rechts zu integrieren? Ganz sicher nicht. Ich bin sehr dankbar für beide Ansprachen heute und für das klare Signal, weil für mich tatsächlich das heute
das Schlimmste war, in diesem Saal zu sitzen, wissend, dass da Menschen, die faschistoide Dinge nicht nur in der Dresdner Rede, sondern auch bei den Kiefhäuser-Reden parlieren, die heute von Schande sprechen, wenn es um das Denkmal zu Shoah geht, wenn die in diesem Parlament demnächst sitzen und wir gar nicht darüber sprechen, ob sie drin sitzen, wie das vielleicht irgendwie zu meinem Geburtsjahr mit der NPD fast gewesen wäre und alle das fürchteten, sondern wir reden darüber, sind sie über oder unter 10%. Natürlich sind nicht alle Wähler und sind sicher auch nicht alle AfDler Faschisten, aber da ist doch mehr als Gefahr drin. Und was wollen wir sozusagen, wenn wir die Fragestellungen von Ihnen aufmachen, was wollen wir denn bitte machen, wenn der Islam nicht zu unserem Land gehört mit den Millionen von Menschen, die hier sind? Haben Sie da besondere Ideen, die auch in diesen weitergeführten Ideologien verhaftet sind? Oder was schlägt da die AfD vor? Es ist tatsächlich so, dass wir eine Integration brauchen. Und zwar genau dieser Menschen, die entweder nicht mehr wissen, was sie wählen sollen oder eben denken, mit dieser Protestwahl oder mit dieser Alternative können sie ein Signal setzen. Also integriert werden müssen die Menschen, die nach rechts abgedriftet sind, die genau den Konsens, von dem wir sprechen, das Fundament, von dem wir sprechen, der in der Diversität auch funktionieren kann. Wir haben eine Verfassung, wir haben eine ganz und tolle... Wie kann der Bundespräsident das machen? Darf ich nur, weil er sich zum Ziel gesetzt hat, ja. Ist, Frau Will, die Spaltung des Landes. Die Medien haben ja ganz viele auch AfD-Leute eingeladen. Ich habe nicht festgestellt, dass das dazu geführt hat, dass sie weniger Stimmen bekommen haben. Ich habe nichts dagegen, das können Sie machen. Mhm. Aber unsere Aufgabe muss nicht darin bestehen, jetzt Einzelgespräche zu führen, sondern die muss darin bestehen, das Interesse, die AfD zu wählen, abzubauen. Das ist das Entscheidende. Da hat die Union eine historische Aufgabe. Sie muss nämlich versuchen, den konservativen Teil zu integrieren. Wir haben auch eine historische Aufgabe. Wir brauchen einen sozialen Schub, damit sich nicht viele so abgehängt fühlt. Die haben mal Union gewählt, hat ihnen nichts gebracht. SPD gewählt, hat ihnen nichts gebracht. Uns gewählt, hat ihnen auch nichts gebracht. Dann sind sie enttäuscht, wählen sie gar nicht mehr. Und plötzlich merken sie, über die Wahl der AfD erreichen sie Aufmerksamkeit. Also wir müssen die Verhältnisse verändern. Und dann können wir das Interesse, die AfD zu wählen, deutlich abbauen. Allein mit Gesprächen mit der AfD ist da nicht zu machen. Also wenn wir schon darüber reden, ist die Aufgabe des Bundespräsidenten, auch diese Ränder zu integrieren, wenn er sich zur Aufgabe macht, das wackelige Fundament, wie er heute gesagt hat, zu sichern und neu zu stabilisieren. Ich wünsche mir, und ich denke, dass das auch tun wird, dass er mit einer sehr klaren Haltung die Mehrheit unserer Gesellschaft auch repräsentiert. Und die Mehrheit ist nicht rechtsextrem. Und die gibt's in der AfD, das wissen wir alle. Und ich teile das, ich lese meine Mails auch und ich beantworte sie auch. Es gibt Menschen, die sind verunsichert. Klar. Die wünschen sich in der komplizierten Welt einfache Antworten. Und wir können sie nicht geben. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, was Sie vorhin sagten, ob die Interviews deutlich oder weniger deutlich sind. Die Themen, mit denen wir zu tun haben und die Zusammenhänge sind sehr komplex. Und wir müssen es immer möglichst klar auch darstellen. Aber das ist keine einfache Aufgabe. Deshalb die mit den einfachen Antworten, die ja in Wahrheit gar keine Lösungen wollen. Richtig. Und auch keine Lösung bieten und die immer nur den Konflikt suchen und die Spaltung eigentlich als Ziel haben. Das ist ja ganz deutlich. Das müssen wir, glaube ich, deutlich machen. Und da sehe ich auch eine Aufgabe des Bundespräsidenten. Er hat immer davon gesprochen, Frank-Walter Steinmeier, die Fliehkräfte in der Gesellschaft nehmen zu. Und das beobachten wir alle an vielen Stellen. Und er ist jemand, der Brücken baut, der zusammenführt. Und deshalb hat er auch, bringt er die richtigen Grundlagen dafür mit. Aber er hat sich sehr klar ausgedrückt im Wahlkampf in Berlin vor der Abgeordnetenhauswahl. Ganz kurz, mag ich Ihnen gerne mal alle zeigen, das war. Da hatte ich das Gefühl, na, das könnte die Sprache eigentlich sein, die man auf jeden Fall gut versteht. Schaut sie euch an, die Rechtspopulisten, Nationalisten, ob die AfD in Deutschland... Ob diese verantwortungslosen Typen in England, die ihr Land in den Brexit-Mist gefahren haben, jetzt nicht wieder rauskommen. Schaut auf den Schreihals namens Donald Trump in Amerika. Alles Leute, die mit den Ängsten der Menschen spielen, die mit Angst Politik machen. Das, Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren, das ist der wahre Brandsatz in Europa. Da fängt das Feuer schon an, das später Flüchtlingsheime in Flammen setzt. Kann er so noch weitersprechen als Bundespräsident?
Genossinnen und Genossen lässt er natürlich dann weg. Ja, ich glaube, die Sprache wird sich dem Amt etwas annähern an dieser Stelle. Und, ja, wir alle reden auf dem Parteitag anders eben, als sonst. Aber er würde ja jetzt nicht mehr auf Parteitage gehen, Frau Kraft. Also von daher. Aber ganz ehrlich, so kann man nicht reden, man darf nicht die Dinge beim Namen nennen. Man darf die Dinge beim Namen nennen. Jetzt gehe ich mal Ihnen ins Wort, wenn Sie erlauben. Ich bin wirklich tatsächlich ganz, ich verstehe nicht, worüber wir sprechen gerade. Ich verstehe nicht, warum genau diese klaren, deutlichen Worte, die würde ich doch genau vom Bundespräsidenten erwarten. Weil die, wir sprechen bitte über unser Grundgesetz, wir sprechen bitte jetzt über unsere Verfassung. Wir sprechen darüber, dass die Gründungsväter und Mütter nicht wussten, wohin diese Republik geht. Sie wussten aber sehr genau, woher sie kommen. Und heute ist eine Partei, die in dieses Parlament sich aufschwingt, die mit den Reden von gestern heute Stimmen erreicht und durchaus rechtsextremen Reden. Also das ist doch genau meine Erwartung, dass der Bundespräsident ein Präsident aller Deutschen ist, nicht nur der Mehrheit übrigens der Deutschen. Und dazu gehören zum Beispiel auch die Muslime, dazu gehören die Juden, dazu gehört eine radikale Diversität von Queerness, dazu gehört eine radikale Diversität von, und ich möchte auch, dass er für Murat Kurnaz der Bundespräsident ist, jetzt nicht mehr sozusagen im Kontext von Guantanamo. Ich möchte genau das würde ich fordern, genau diese klare Ansprache. Aber was machen Sie denn, wenn der da nicht repräsentiert wird? Wenn wir Klartext vom Bundespräsidenten einfordern, dann bin ich voll bei Ihnen. Nur, er wird ja nicht als Wahlkämpfer auftreten, sondern als Bundespräsident. Also man kann ja sehen an den ehemaligen Bundespräsidenten, beispielsweise Roman Herzog, dass man mit sehr einfacher Sprache sehr viel bewegen kann, einer klaren Sprache, mit klaren Begrifflichkeiten. Der wurde beim Staatsakt zu seinem Tode ja für diese Art und Weise gefeiert von denen, die Laudationes gehalten haben. Völlig klar, dass ich das auch einfordere in diesen schwierigen Zeiten. Nur eines müssen wir schon auch wissen. Das, was heute im Plenarsaal sichtbar war. Wir sehen nur immer auf die AfD-Seite. Zu Recht mit dieser Kritik. Zu Recht, dass man versucht, die Unzufriedenen und Verärgerten, die nicht rechtsextrem und nicht rechtsradikal sind, sondern mit ihrer Lebenssituation unzufrieden sind, dass man die wieder zurückgewinnt. Und das Zweite ist, im Plenarsaal blieb aber auch die Linkspartei sitzen. Und jetzt schauen Sie sich einfach mal Reden der Abgeordneten der Linkspartei an, wie oft hier Gregor Gysi dämpft heute etwas runter und ist versöhnlich und macht sich Gedanken um den Zusammenhalt der Gesellschaft. Aber wenn du dir die Reden anschaust und die Lage des Landes so schlecht redest wie teilweise die Abgeordneten der Linkspartei, dann muss ich mir schon die Frage stellen, und das geht an die SPD, wie es weitergeht in 2017, dann muss man sich auch von den extremen Rändern distanzieren, in dem Falle auch von Rot-Rot-Grün. Frau Will, können wir nicht den Wahlkampf später öffnen? Und jetzt Folgendes feststellen. Ich möchte keinen Bundespräsidenten, der langweilige Eröffnungsreden hält, sondern Klartext spricht. Das ist jetzt so das, wie dein was Wahlkampf? Wir... Ja, naja gut, er kann ja von meinetwegen eine andere Vokabel finden, aber im Prinzip muss er das aussprechen. Er muss nicht plötzlich sagen, der ehrenwerte Herr Trump. Ja. Sondern er ja muss seine Distanz ganz klar zum Ausdruck bringen. Das hat doch bisher jeder geschafft, der irgendwie vorher im politischen Raum war. Ich erinnere jetzt mal an Johannes Rau. Ja. Ja, versöhnen statt spalten, das war doch ein ganz wichtiges Signal damals. Ja. Und genauso brauchen wir heute das Signal für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und dass wir es gemeinsam positiv nach vorne schaffen. Das ist, und ich bin da sehr zuversichtlich. Und dieses Mutmachende heute, das war ein ganz wichtiges Element. Auch Aber die Gesellschaft Rede. Hat sich verändert, glaube ich, seither. Ja. Als Johannes Rau Bundespräsident war das politische Zentrum der Gesellschaft stabiler. Und ich will nur noch mal die Frage stellen. Wir hatten die Anschläge in Solingen, wir hatten doch keine einfache Situation, erinnern Sie sich doch mal zurück. Aber gucken Sie sich die Ergebnisse bei vielen Landtagswahlen an. Natürlich hat sich da was verändert. Und man sieht es ja auch am Schrumpfen der Volksparteien, außer in Bayern, dass das so ist. Ich frage ja noch mal, was ich jetzt bei Ihnen, und wirklich ist es eine Frage ohne Unterton, was heißt denn, wenn Sie sagen, die müssen sich integrieren? Was heißt denn zu sagen, er soll ein Bundespräsident aller Deutschen sein? Da gehören doch möglicherweise, und ich bin nicht deren Sprecher oder will das auch gar nicht sein, aber ich stelle mir diese Frage, und das hat mich heute bei dieser ganzen wunderbaren Veranstaltung wirklich so, ob das der richtige Weg ist. Macht es nicht stärker, wenn man sagt, sie sind die Einzigen, die
von beiden Reden offensiv ausgeschlossen wurden, macht es sie stärker? Ist das der richtige Umgang? Ist dieses Marginalisieren, ist dieses Denunzieren von dem, was viele dieser Leute umtreibt, ist also Denunziation und Marginalisierung ist das Hauptinstrument dieser Partei. Entschuldigung, wenn Sie jetzt, Sie sprechen die ganze Zeit von Sprache. Ich finde durchaus auch widersprüchlich, weil auf der anderen Seite Twitter und andere Formate vorzuschlagen, die ja auch nichts anderes sind als Formate, in denen eben auch ein Trumpismus sehr gut blühen kann. Naja, aber das ist genau so sagen, das ist ein kleines lyrisches Fragment. Also das ist die Länge eines Satzes, das hat doch nichts mit der Sprachqualität zu tun. Das müssen Sie doch eigentlich wissen. Selbstverständlich. Die Frage ist, wie wollen Sie mit den Leuten umgehen? Sagen Sie einfach, die sind einfach blöde Faschisten und die lässt man dann. Nein. Schade, dass man jetzt bei einem Tag, wo es um den Bundespräsidenten geht, jetzt über die AfD reden. Wir sollten um die Mutmacher reden. Verstehen Sie, darüber haben wir geredet, auch viel über den neuen Bundespräsidenten. Und sind tatsächlich abgebaut wird. Das ist seine Aufgabe. Damit vertritt er auch deren Interessen. Wenn die das Bedürfnis verlieren, du, an die richtigen Rassisten kommst du nicht ran. Aber an die anderen kann man herankommen. Und wir sind ich muss jetzt abbrechen. Tatsächlich, Langhoff, weil wir schon über die Zeit sind. Und wir haben viel über den Bundespräsidenten gesprochen. Auch über die rauen Zeiten, in denen er antritt. Weil wir wollten klären, ist er dafür der richtige Mann. Ja. Danke für die Diskussion. Die Tagesthemen machen weiter mit Ingo Zamperoni und ihr knüpft auch an das Thema an, oder? Ja, wir haben noch einmal alles zur heutigen Bundespräsidentenwahl und natürlich noch dazu alle Tore der Sonntagsspiele in der Fußball-Bundesliga. Außerdem Gold bei der Biathlon-Weltmeisterschaft. Also dranbleiben, gleich in den Tagesthemen. Danke, Ingo. Wir sind nächsten Sonntag wieder dran. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Danke. Gesehen, das kann er auch. Mhm. Und von daher hat sich die Große Koalition auf Frank-Walter Steinmeier geeinigt und die CDU und die CSU sind zum Wort gestanden. Jetzt kann man das möglicherweise ihrem Gesicht nicht ansehen können, wie auch am Montag schon Angela Merkel und Horst Seehofer die Begeisterung nicht. Waren Sie begeistert und haben Sie ihn begeistert gewählt? Ja, wir sind jetzt am Start einer Amtszeit und jetzt kann er zeigen, er hat als Außenminister für Deutschland sehr, sehr viel erreicht. Da sind noch ein paar Ergebnisse offen, weil die Welt nicht einfacher geworden ist, sondern sehr kompliziert. Und die Bundeskanzlerin hat ja auch mit dem CSU-Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten sehr klar gemacht, dass es auch um Stabilität geht, um Orientierung geht. Und gerade wenn wir uns das Jahr 2017 jetzt am Anfang anschauen, dann wird es natürlich um die wichtigen Fragen Europas gehen. Dann wird es natürlich um das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, zur Türkei, zu Russland gehen. Und da einen als Bundespräsidenten zu haben, der in diesen Netzwerken, aber auch in dieser Kommunikation als Außenminister war, im Übrigen immer in seinen Funktionen als Juniorpartner, als Minister in einer unionsgeführten Bundesregierung. Das, glaube ich, ist 2017 und folgend in der Amtszeit von Steinmeier die große Herausforderung. Das so zu gestalten, dass er seinem Amt gerecht wird. Und da bin ich überzeugt, das macht er. Herr Giese, der beliebteste Politiker ist Frank-Walter Steinmeier. Auch einer, der jetzt mit durchaus satter Mehrheit in das Amt gewählt worden ist. Aber er ist auch der Beste fürs Amt. Das weiß ich nicht. Das wird sich tatsächlich erst herausstellen, weil es ja eine völlig neue Funktion für ihn ist. Es ist natürlich so, in der Vergangenheit beurteile ich ihn differenziert. Die Agenda 2010 finde ich ja völlig falsch. Die hat uns millionenfach prekäre Beschäftigung gebracht, den größten Niedriglohnsektor Europas. Auf der anderen Seite hat es mir wieder gefallen, wie er gesagt hat, Schluss mit dem Säbelgerassel gegenüber Russland. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Denn Frieden und Sicherheit in Europa gibt es niemals gegen oder ohne Russland. Das können ja die Amerikaner für sich anders sehen, aber wir als Europäerinnen und Europäer müssen das einfach, glaube ich, verstehen. Und insofern, sage ich mal, ist meine Gefühlslage unterschiedlich, aber eine Chance muss er haben. Jetzt muss er ja wirklich in gewisser Hinsicht überparteilich werden, aber es ist heute nicht leicht, Bundespräsident zu sein, denn er muss wirklich am Zeitgeist arbeiten. Gegen die Rechtsentwicklung in Europa und in Deutschland, gegen die Gefährdung der Europäischen Union, das schwierige Verhältnis zu den USA. Also es sind ja mehrere Dinge, die da auf ihn zukommen. Und das ist alles gar nicht so einfach. Und ich hoffe, dass wir, die Politikerinnen und Politiker der nächsten Ebene, so jeden Monat von ihm eine kleine Backpfeife bekommen, was wir doch anders machen sollen. Das wäre ganz nützlich. Ja, das wünsche ich mir für uns alle, nicht nur für mich. Frau Langhoff, es gab heute auch Alternativen.
Ich staune, dass Gregor Gysi Christoph Butterwegge gar nicht erwähnt hat. Er hat aber ein beachtliches... Sie hat mich ja nicht nach Herrn Butterwegge gefragt. Ja, ich habe Sie gefragt, war er der Beste? Und ich hätte fast gedacht, dass Sie sagen, nee, wir hatten einen besseren. Ja, wissen Sie, das Erstaunliche war, dass, wenn ich es jetzt mal ernsthaft sagen darf, wir haben ja noch nicht begriffen, dass der Trump von fast der Hälfte der Wählerinnen und Wähler unter anderem deshalb gewählt worden ist, weil er nicht zum politischen Establishment gehört. Wir gehen ja immer noch in der eigenen Soße rum. Und Butterwegge war der Versuch zu sagen, wir gehen nach außen, wir öffnen uns. Das ist ein bekannter Professor, ein Wissenschaftler, der über soziale Gerechtigkeit, über Armut geforscht hat. Und das erste Mal ist uns etwas passiert, dass wir 34 Stimmen mehr bekommen haben, als unsere gesamte Gruppe stellte. Das heißt, es gab doch einige, die gesagt haben, ja, die Idee ist nicht so schlecht. Aber jetzt ist es Steinmeier und jetzt gehe ich davon aus. Aber ich fand Butterwegge keine schlechte Idee. Vielleicht müssten wir auch mal darüber nachdenken, eine gute Künstlerin zur Bundespräsidentin zu machen. Oder eine Journalistin. Oder ein Pfarrer, vielleicht mal einen anderen Pfarrer. Also mit anderen Worten, wir müssen mehr nach außen gehen. Wir können nicht immer nur in unserer Soße rumschwimmen, wie wir das bisher tun. Dann hätte der Herr Gysi dafür sorgen können, dass beim Dank für Joachim Gauck, für seine Leistungen, die Linkspartei, die Fraktion aufgestanden wäre. Auch Herr Gysi selber Applaus. Aufgestanden wäre. Sie ist nämlich sitzen geblieben zusammen mit der AfD als einzige Aber Gruppe. Ihnen ist eine Sache nicht aufgefallen, weil wir Herrn Gauck differenziert beurteilen. Zum Beispiel seine Rede vom 27. Januar 2016, wo er geschildert hat, warum in beiden deutschen Staaten aus völlig unterschiedlichen Gründen eine Aufarbeitung nach 45 der Verbrechen individuell nicht stattgefunden hat, mir sehr gefallen. Dass er zum 70. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion nicht die Kraft hatte, mal nach Moskau zu fahren, sondern zu Verbündeten von Hitler gefahren ist in diese Länder, hat mir wieder gar nicht gefallen. Und da fand ich Beifall, haben wir gespendet, aufstehen war eine Idee zu viel. Aber es gab noch was, das muss ich Ihnen erzählen. So viel Begeisterung habe ich jetzt bei Ihnen nicht gesehen, Herr Gysi. Ja, naja, ich muss ja nicht begeistert sein, aber geklatscht habe ich. Aber das wäre Anstand. Ja, nun warten Sie doch mal. Der Herr Lammert hat uns dann zu einer weltoffenen Gesellschaft aufgefordert. Da sind wir sofort aufgesprungen. Genau, wo es um Freihandel gegangen ist. Ja, zum Beispiel alles Mögliche, die ganze Weltoffenheit. Da sind alle aufgestanden, außer der AfD. Und Herrn Seehofer fiel es schwer aufzustehen. Aber nach einer Weile ist er auch aufgestanden. Frau Langhoff, da wir die Menschen angesprochen haben, die auch Anteil nehmen daran, wie ein Bundespräsident gewählt wird, sind wir bei Ihnen. Herr Gysi hat gesagt, es könnte ja auch mal eine Künstlerin sein. Sie sind eine sehr erfolgreiche Künstlerin. Sie waren auf Einladung von Bündnis 90 Die Grünen heute in der Bundesversammlung. Fanden Sie, dass Frank-Walter Steinmeier der beste Kandidat auch für Sie war? Naja, Frank-Walter Steinmeier war insofern ein sehr guter Kandidat. Das haben die Vorredner weggenommen, als dass er tatsächlich zu gerade heutigen Zeiten und Herausforderungen eine Expertise und ein Netzwerk mitbringt nach außen und nach innen, auf das man vielleicht mehr vertraut als auf die Symbolkraft einer Künstlerin, eines Pfarrers oder weiß ich nicht, welcher anderen Profession. Mhm. Insofern finde ich, war das auf jeden Fall nicht von ungefähr ein Spitzenkandidat. Herr Butterwegge war durchaus eben ein toller symbolischer Kandidat, der die soziale Frage, von der wir alle wissen, dass sie tatsächlich eine wirkungsmächtige ist und sie uns gerade herausfordert, gestellt hat. Also es gab durchaus zwei wählbare Kandidaten, leider ja keine Frau, die ich hätte wählen können heute. Das fand ich schade. Herr Porschert, ist er der Beste aus 80 Millionen Deutschen? Also er ist sicherlich ein ausgezeichneter Politiker und ich glaube auch, er wird ein guter Bundespräsident sein. Es gibt, glaube ich, einen schönen Satz von Walter Scheel, das Amt ist die Person und mit Frank-Walter Steinmeier ist es sicherlich eine Person, die dieses Adjektiv untadelig, glaube ich, leichter trägt als andere. Ich habe so ein Problem mit ihm, was die Rhetorik betrifft. Ich glaube ganz stark, dass es eine der zentralen Aufgaben des Bundespräsidenten ist, mit Reden die Gesellschaft zu formen, sie weiterzuentwickeln, auch gegen den Zeitgeist, mit dem Zeitgeist zu argumentieren. Und da tut er
sich manchmal sehr schwer. Ich bin sehr dankbar über den Einspieler vom Alexanderplatz. Man hat gemerkt, es schlummert in ihm neben all der Bedächtigkeit und auch dem kerzengeraden Denken und Argumentieren auch so ein Hitzkopf. Das habe ich an Gauck sehr gemocht. Ich glaube, der war immer ganz authentisch in dem, wie er denkt und spricht und hat die Leute deshalb mitgenommen, weil er keine Art von Parteiressort in irgendeiner Form bedienen musste. Ich bin da, obwohl es nicht so nahe liegt, ganz der Meinung von Gregor Gysi. Ich glaube, je entfernter in so einer Lage, die wir in unserer Gesellschaft, aber auch in Europa und glaube ich auch in der globalen Politik haben, mit so einem grundsätzlichen Ressentiment, ich halte es für falsch, gegen das Establishment haben, zu sagen, wir holen uns andere intellektuelle, geistige, ästhetische Kapazitäten in so ein Amt, wo das möglich ist. Das hielt ich für sehr zielführend, aber um nochmal sozusagen den Bogen zu finden, ich finde, Steinmeier hat mich positiv überrascht mit dieser ersten Rede. Er hat da einen guten Ton gefunden. Ich glaube, das Wort Mut ist etwas, mit dem man arbeiten kann. Und ich fand diese eine Formulierung wirklich außerordentlich gelungen. Er hat gesagt, wenn anderswo die Welt aus den Fugen gerät, müssen wir uns sicherer denn je unsere eigenen Fundamente sein. Und wenn er da weitermacht, ist es gut. Und er nimmt ja ein sehr, sehr gutes Team mit. Da können auch Leute gute Reden schreiben. Und vielleicht entwickelt er sich da ein bisschen weiter. Ich möchte ein bisschen bei dem Gedanken bleiben, was setzt man entgegen gegen die möglicherweise nur behauptete Stimmung, Anti-Establishment-Stimmung oder die vielleicht auch gezielt herbeigeredete Stimmung. Und da, Frau Kraft, möchte ich Ihnen noch mal einen Satz zeigen. Sind entfallen auf Dr. Frank-Walter Steinmeier 931 Stimmen. Damit also wird Frank-Walter Steinmeier der 12. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Und wir fragen, ist er der richtige Mann in diesen rauen Zeiten? Guten Abend und herzlich willkommen dazu. Herzlich willkommen Ihnen hier und natürlich zu Hause. Und wir begrüßen mit einem herzlichen Willkommen auch unsere Gäste. Bei uns sind die stellvertretende Parteivorsitzende der SPD, Hannelore Kraft. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer ist da. Gregor Gysi von der Partei Die Linke. Die Intendantin des Berliner Maxim-Gorki-Theaters, Shermin Langhoff. Und der einzige der Gäste, der heute nicht mitgewählt, der aber selbstverständlich eine Haltung hat, nämlich der Chefredakteur von Welt, N24, Ulf Poschert. Herzlich willkommen Ihnen allen. Freue mich sehr. Deutschland hat also ein nächstes Staatsoberhaupt und hat vielleicht auch eine neue Idee. Wir brauchen den Mut zu sagen, was ist, auch was nicht ist. Der 12. Bundespräsident bei seiner Dankesrede, Frank-Walter Steinmeier. Einst unterlegener Kanzlerkandidat, derzeit der beliebteste Politiker des Landes. 2014 in Berlin, eine Wahlkampfveranstaltung mitten in der Ukraine-Krise. Prorussische Demonstranten skandieren: Ihr solltet euch überlegen, wer hier die Kriegstreiber sind. Wer eine ganze Gesellschaft als Faschisten bezeichnet, der treibt den Krieg. Steinmeier, der Chefdiplomat, insgesamt 7 Jahre lang. Die Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt, das Atomabkommen mit dem Iran. Seine Karriere nicht zu lösen von ihm, Gerhard Schröder. Steinmeier startet als Schröders Referent in Niedersachsen, wird später Chef des Kanzleramts. Er unterstützt den Afghanistan-Einsatz. Und er gilt als Architekt der Agenda 2010. Steinmeier, der Berufspolitiker. Nach seiner Vereidigung am 18. März ist er der neue Mann an der Spitze des Staates. Herr Scheuer, wir haben Sie ganz selten mal über einen Sozialdemokraten schwärmen hören. Heute wäre auf jeden Fall mal die Gelegenheit. Hat Deutschland jetzt mit Frank-Walter Steinmeier den besten Bundespräsidenten gewählt, den es haben konnte? Also die CDU-CSU hat heute vor allem einen erfahrenen Politiker, eine Person, Frank-Walter Steinmeier, gewählt und keinen Sozialdemokraten. Er wird jetzt zeigen müssen, dass er zu seinem Wort steht, nämlich ein überparteilicher Bundespräsident zu sein. Er hat ja ins Zentrum seiner Rede gestellt, das Thema Mut und Mut machen. Ich würde jetzt noch dazu fügen, es geht natürlich auch um die Fragen von Fairness in unserer Gesellschaft und um Chancen.
Auch das Thema Klartext, man hat es... Wenn Ihr noch Vorsitzender Sigmar Gabriel vor 7 Jahren gesagt hat, wo er mal genau beschrieben hat, was einen geeigneten Kandidaten von einem nicht ganz so geeigneten Kandidaten unterscheidet. Bundespräsidentenwahl im Jahr 2010. Die Kandidaten Christian Wulff für Union und FDP gegen Joachim Gauck, für den sich der SPD-Chef stark macht. Joachim Gauck bringt ein Leben mit in seine Kandidatur und in sein Amt. Und der Kandidat der Koalition bringt eine politische Laufbahn mit. Frau Kraft, warum ist plötzlich eine politische Laufbahn kein Nachteil mehr? Ja, ich glaube, dass Frank Steinmeier auch ein Leben mitbringt. Und das ist ja bei den Menschen auch deshalb beliebt, weil er eben genau das auch rüberbringen kann. Hat Christian Wulff mal wirklich auch mitgebracht, ein Leben? Naja, ich... Sie haben den Punkt ja verstanden. Ich habe den Punkt verstanden, aber ich glaube, das führt uns ja nicht weiter an der Stelle zu diskutieren, denn ich... Doch, womöglich schon. Man darf die Frage stellen, ist ein Berufspolitiker jetzt, genau jetzt, der richtige Mann? Ich glaube, ja. Ich teile Ihre Auffassung nicht, wenn ich das sagen darf. Ich glaube, dass gerade in diesen Zeiten das gut ist, wenn er die Erfahrungen mit einbringen kann in dieses Amt. Wir alle haben doch erlebt, dass das Amt des Bundespräsidenten, zumindest seit ich in der Politik bin, immer politischer geworden ist. Nicht parteipolitisch, aber politisch. Und wir alle erleben doch auch in diesen aufgeregten Zeiten, gerade wir Politiker erleben das doch, ich nenne das immer Halbsätze glauben, dass man aufpassen muss, welchen Satz man sagt. Und ich weiß nicht, ob es so einfach ist für jemanden, der dieses Geschäft noch nicht erlebt hat, eine solche Position einzunehmen. Das muss man, glaube ich, auch erklären an dieser Stelle. In diesen Zeiten, wo es wirklich darum geht, dass die Gesellschaft zusammenhält, da brauchen wir Brückenbauer. Da brauchen wir auch diejenigen, die das kommunikativ rüberbringen können, gute Reden halten können, die Menschen mitnehmen können. Und das kann er. Das kann er definitiv. Und so wird er von den Bürgerinnen und Bürgern auch wahrgenommen. Aber nochmal gefragt, Herr Gysi, wenn auch Sigmar Gabriel möglicherweise vor 7 Jahren, vielleicht war es eine andere Zeit, können wir darüber diskutieren. Aber wenn er vor 7 Jahren noch gesagt hat, eine politische Laufbahn ist eigentlich nicht die richtige Qualifikation, wie ist es dann jetzt? Ist ein Berufspolitiker der Mann der Stunde oder eben nicht? Also ich glaube, dass ein Berufspolitiker natürlich Netzwerke mitbringt. Er hat andere spezifische Erfahrungen. Bloß ist das richtig, dass wir uns darauf reduzieren? Das ist mein Problem. Wenn ich sehe, wie in den USA die Ablehnung des politischen Establishments zugenommen hat, das mag ja auch unbegründet zum Teil sein, aber es nimmt zu, es nimmt auch in unserer Gesellschaft zu. Überall, wo ich hinkomme, wächst das Misstrauen gegen uns. Es sind natürlich auch solche Sätze, du sagst eben vor 7 Jahren, jetzt machst du jetzt das Gegenteil. Oder ich erinnere mal an den berühmten Wahlkampf, wo die CDU plakatierte 2% Mehrwertsteuererhöhung, die SPD 0 und der Kompromiss zwischen beiden war dann 3%. Das ist schwer für die Leute zu verkraften, sage ich. Also mit anderen Worten, und jetzt geht es mir wirklich gar nicht um eine Partei. Wenn ich merke, dass eine solche Stimmung entsteht, muss ich rechtzeitig handeln.